Hallo, meine lieben Menschen da draußen. So, heute haben wir Neumond. Neumond steht für neue Anfänge, ne? So, und heute hat meine verstorbene Oma hätte Geburtstag. 10.3. Ne? So, da machen wir natürlich eine Neumondlegung und gucken mal, wie die Energien da sind. Ne? Also ich habe immer noch ziemlich Bronchitis. Ich hatte viel Aufregung in der letzten Zeit. Jo, kann das ja nicht weggehen, ne? Aber ich krieg das schon hin, ne? So, da habe ich mal von der Annemarieke Schulz und dem Dennis McLudwig habe ich mal die Mondpriesterschaft, habe Secret Keycards und Tarot von der Nadine Breitenstein und habe noch die Doreen Berthiaume Red Light Valentine, die Feen-Tarot, ne? So, jetzt ziehe ich erstmal zwei Mondkarten. Ja. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Kennt ihr das? Ja, das sind schon mal zu viel. Ja, ich hole die Karten, wenn sie rausgefallen sind. So, Heinz Rühmann hat das ja gesungen, ne? So, Sehnsucht. Es geht um deine Sehnsucht. Deine Haut brennt, dein Herz spürt diesen Zug und du weißt einfach, dass es genau das ist, was du jetzt in diesem Moment benötigst. Dein Verlangen ist geweckt und möchte gestillt werden. Also hast du Sehnsucht in dir heute, ne? Wahrscheinlich nach einem besseren Leben. Man hat ja immer nur Sehnsucht nach dem, was man nicht hat. Einweihung, etwas Heiliges, Kraftvolles und Mystisches wird geschehen. Aha. Eine Einweihung in eine kosmische Urkraft, das ist ja Gott, ne? Beginne dich an dein wahres Ich zu erinnern und einen freien Blick auf das zu werfen, was in dir und nicht was außerhalb von dir liegt. Und dann werden wahrscheinlich Türen aufgehen, ne? Im Namen Gottes, der Mann im Mond. Habe ich ja gerade eben gesungen, ne? Du bist eingeladen, die Perspektive zu wechseln. Die Situation ist gar nicht so verfahren, wie sie dir in diesem Augenblick erscheint. Tatsächlich bin ich im Moment selbst in so einer Situation, ne? Da rechnet man nie damit, aber sie kommen halt, ne? Erkenne, dass der Blickwinkel vom Mond aus ein müheloserer ist, ne? So, hier habe ich die Mondfinsternis, die haben wir ja auch immer regelmäßig, ne? Alles beginnt mit absoluter Dunkelheit, ja, kann man so sagen, ne? Und Finsternis. Aus ihr wird das Lichtvolle geboren. Doch du lässt dich noch zu sehr von der Finsternis blockieren und begehst Wege, die deiner lichtvollen Natur nicht dienlich sind. Aha. Ja, die Dunkelheit, die versucht immer über einen zu herrschen, ne? So. Da müssen wir uns durchsetzen, ne? Die Dichtarbeiter. Im Namen Gottes. Manchmal ist das ein Segen, wenn man allein ist und keiner da ist, der wohl überall reinreden kann, ne? So. Was ist denn noch wichtig an Neumond im Namen Gottes? Die Herrscherin, das bist du. Also hier wächst etwas und gedeiht etwas. Eine gesunde Entwicklung, etwas blüht auf. Ne? Ja, vielleicht deine Kreativität. Ne? Jo, Ast der Schwerter. Du kriegst über etwas Klarheit. Ne? Triffst kluge Entscheidungen, kluge Lösungen, kommst zu wichtigen Erkenntnissen. Klarheiten, Schwierigkeiten werden erfolgreich gemeistert. Ne? Vielleicht kriegst du auch Geistesblitzer. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig am Neumond? Oh, die Sonne, alles geht gut aus. Die Sonne steht für die Wunscherfüllung, ne? Also hier kommt die Wunscherfüllung auf dich zu, das Glück, Lebensfreude, Sorglosigkeit, ne? Da weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie das ist, ne? Ja. Zuversichtlich wirst du wieder, selbstbewusst, du wirst Erfolg, Glück haben, Neuanfänge, passend zu Neumond, Großzügigkeit wirst du erleben, Selbstverwirklichung, ne?
Ja, genau. Es wird wieder heller. Ja, da bist du im Moment drin, im Namen Gottes. Im Rückzug, im Stillstand, Ruhephase, Ohnmacht, Krankheit. Ja, ich bin auch krank schon die ganze Zeit, ne? Und wenn man dann noch jeden Tag Drama hat, ne? Durch unsere lieben toxischen Gesellen, wie sollst du da gesund werden, ne? Ja, fühlt sich kraftlos, gelähmt, vielleicht hast du einen Burnout. Vielleicht bist du auch Single und arbeitslos, ne? Ja, im Namen Gottes, viel Kummer und Schmerz, ne? Ja, du bist bei manchen Dingen ernüchtert. Na, du bist ein lieber Mensch und machst schöne Dinge und da kriegst du immer das Schwert ans Herz gestoßen, leidest unter Herzlosigkeit, ne? Da kommt es aber zu Trennungen, ne? Ja, genau, schlechte Nachrichten hast du bekommen vielleicht, ne? Jo, aber die verwandeln sich in Glück, ne? Ja, du denkst auch viel an die Vergangenheit, ne? Fühlt sich irgendwie auch ein bisschen falsch in der Zeit, falsch an dem Ort, wo du bist, falsch bei den Menschen, wo du bist, ne? Da schwebst du so in Erinnerung, bist nostalgisch, wehmütig, denkst an deine Kindheit, ne? Hier könnten alte Projekte wieder aufgegriffen werden, oder du könntest einer alten Liebe wieder begegnen und einen neuen Frühling erleben. Steht ja alles, passt ja zu Neumond, ne? Ja. Genau. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Alles, was du fühlst, ist ein Teil des Lebens und du gehst den Weg zu dir, niemals vergebens. So, im Namen Gottes, was ist noch wichtig an Vollmond? Der Engel der Freiheit, Neumond, Entschuldigung. Es geht um deine Befreiung, ne? Du wurdest immer eingesperrt, eingeengt. Du sprengst die Ketten, gehst in die Selbstbestimmung und lässt Dinge los, die wo dir nicht mehr gut tun, ne? Ja, du richtest dich neu aus, ne? Änderst deine Meinung, findest den Sinn deines Lebens, ne? Genau. Der Kompass. Du richtest das in deine Freiheit aus, die Wunderlampe. Hier kommt's auch zur Wunscherfüllung. Du kannst deine Wünsche manifestieren, ne? Ich bin kerngesund. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ich bin froh, dass jetzt endlich der richtige Partner in mein Leben kommt. Ich bin beschützt von Gott. Ich bin das Licht, ne? Du kannst hier mit einem Wunder rechnen, ne? Im Namen Gottes. Ja, das wäre mal klasse. Ja, hier hast du Konkurrenz im Rücken. Oder zumindest sehen die dich als Konkurrenz an. Ne? Die sind eifersüchtig, neidisch. Ne? Ja, genau. Und konkurrieren da mit dir in Situationen, wo es eigentlich nicht notwendig wäre. Ne? Hier greift irgendeine dritte Person in dein Leben ein. Ne? Bürdet dir eine schwere Last auf. Ne? Stößt du an deine Grenze, bist überfordert, ja, wenn du krank geworden bist und alles, ne, und hast permanent Drama, also da kann ich tatsächlich mitreden, ne, das ist schrecklich, wie unempathisch die Menschen sind, ne, die laden dir, obwohl die sehen, dass du schon zusammengeklappt am Boden liegst, noch einen riesen Rucksack auf, ne, ja, das kann aus der Familie kommen, partnerschaftlich, von außen, ne, ja, schlimm. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig heute? Ja, du hast mangelndes Selbstvertrauen, aber frag dich mal, wo das herkommt. Stellst du dich vor den Spiegel? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Ne? Du springst über deinen Schatten. Ne? Schieb nichts auf. Ne? Auch wenn du Herzklopfen hast. Ne? Genau. So, jetzt holen wir mal die nächsten Karten. Wenn du an toxische Leute geraten bist, ne, dann hast du meistens schon toxische Familienverhältnisse gehabt, ne, hast kein Selbstvertrauen aus dem Grund, ne, und da haben natürlich toxische Partner, die wo du dann triffst, die haben ja mit dir leichtes Spiel, ne, die sehen, dass du halt eben kein Selbstvertrauen hast, hilfsbereit, liebenswürdig bist, ne. Die wollen das haben, ne, was du bist.
Ne? Behandelt dich aber meistens dann wie Scheiße. Ne? Also im Moment ist es ganz schlimm. Ne? Ich habe gerade eben ein Video gesehen, bevor ich angefangen habe. Es wird immer alles irrer. Ja, so sehe ich das auch. Ne? Also im Moment ist in der Welt so der Leitspruch, ne? Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, so richtig dreckig und gemein. Wenn du ein Schwein bist, gehört dir alles allein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. In Wirklichkeit nicht. Ne? Es wird nur noch auf den Schwachen rumgetrampelt. Ne? Schlimm. Die Liebenden. Oh, hier kommt eine neue Liebe auf dich zu. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Eine lange währende Liebe. Du triffst Entscheidungen, die aus dem Herzen kommen. Ne? Im Allgemeinen. Und triffst endlich mal den richtigen Partner, der wohl dich dabei vielleicht unterstützt. Ne? So, und dann wird auch deine Gesundheit besser. Dann erfreust du dich wieder besser Gesundheit. Ne? Ja? Wenn du in toxischen Familienverhältnissen bist oder toxische Partner hast, kriegst du keine Liebe, ne? Da kriegst du nur die Kälte, den Neid, die Eifersucht und alles ab, ne? Ja, Gott sieht das, ne? Du sollst an deinen Platz einkommen, in deinen strahlenden Erfolg gehen, ne? Die Freiheit haben, jede beliebige Richtung einzuschlagen, ne? Ja, also du wirst an deinen Platz ankommen, wenn diese neue Liebe kommt, ne? Im Namen Gottes. Hier greift nämlich das Schicksal ein, ne? Und das Karma. Und das Rad dreht sich zu deinen Gunsten, ne? Die Zeit des Aufschiebens ist jetzt vorbei. Hier kommt es zu einem plötzlichen und unerwarteten glücklichen Ereignis, ne? Gott sei Dank. Im Namen Gottes. So, noch eine Karte. Was sollst du denn noch wissen? Ja, also alles wird gut. Es wird auch mal Zeit. Ja, stelle vielleicht bei irgendetwas noch zusätzliche Nachforschungen an, bevor du weitermachst, ne? Ja. Du hast auch ein ausgezeichnetes handwerkliches Können, ne? Ja, vielleicht machst du ein Studium oder eine Lehre. Ja, kümmere dich um dich, ne? So, jetzt hol ich mal die Würfel. Im Namen Gottes. Schwarze Vögel, roter Himmel, Frau am Meer, riechst an Blumen, aber ihre Hand ist leer. Sieht ein Schiff im Sturm versinken, hört Menschen schreien, sie ist nicht verlassen, nur allein. Im Namen Gottes. Was ist denn doch heute wichtig an Neumond? Ja, hier haben wir wieder unsere Barone Münchhausen da um uns, ne? Lügenbarone. Lügen, Lug und Trug, falsche Leute, Leute, die wo dir in den Rücken fallen, ne? Das können Partner sein, die Familie sein, auf der Arbeit sein, auch Freunde sein, ne? Alle möglichen Leute. Ist bei jedem was anderes, ne? Die machen dir was vor, hinter deinem Rücken sind die falsch und hinterlistig, ne? Ja, genau. Und hier habe ich auch wieder die Schlange, ne? Also du hast ein toxisches Umfeld gehabt und hast vielleicht immer noch ein toxisches Umfeld. So, toxische Leute, die vergiften dich regelrecht, ne? Mit bösen Worten, bösen Taten, sie engen dich ein. Du hast nichts mehr zu lachen, die erkennen dich nicht an, wie du bist, ne? Ja, die sind halt eben falsch, ne? Denkt immer an die Schlange K mit Mowgli, ne? Vertraue mir, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Schlafe sanft, süß und fein, will dein Schutzengel sein. Ja, in Wirklichkeit will die Schlange Kabutli natürlich fressen, ne? Hier wird aber das Alter abgestreift, ne? Auf Umwegen, ne? Und durch freunde Menschen, die wo dir treu und loyal ergeben sind. Ne? Es kann aber auch sein, dass du falsche Freunde hast. Ne? Oder falsche Leute aus der Vergangenheit, aus der Familie. Ne? Aber es können auch Freundschaften sein. Ne? Ja, jemand, der wo Macht und Autorität über dich ausüben will. Ne? Seine Macht missbraucht. Ne? Und du musst die Kralle zeigen. Ne? Jo, so ist es. Ne? Menschen aus der Vergangenheit. Vielleicht kommt aber auch jemand aus der Vergangenheit zurück, der wohl nicht toxisch war,
mit dem, wo du eine Beziehung eingehen wirst. Ne? Oder du schaltest einen Anwalt, Notar oder irgend so eine Autoritätsperson ein in deiner Situation gegen diese falschen, toxischen Leute. Im Namen Gottes, was ist denn doch wichtig? Also das Schicksal greift ein. Wir leben ja in der Offenbarung, ne? Und wir leben im Karma-Jahr, ne? Hier zählt alles, was gemacht wird, hundertfach, ne? Also wenn du negative Dinge tust, kriegst du das hundertfach zurück. Tust du positive Dinge, kommt das auch hundertfach zurück. Ja. Jo, hier haben wir es wieder. Unsere falsche Maskenträger, ne? Die lachen dich an, aber hintenrum, jo, wollen die dich nicht. Schießen mit Pfeilen auf dich, mit bösen Worten, ne? Du sagst aber mittlerweile halt stopp, du überschreitest meine Grenze nicht mehr, ne? Ja, ja, du fühlst dich eingesperrt, deswegen magst du das auch alles nicht mehr haben, ne? Andere Menschen bestimmen, wie es dir geht, ne? Und das willst du nicht mehr, ne? Ja, ja, es geht darum, dass du von deiner Fülle abgehalten wirst, ne? So, und da greift jetzt das Schicksal ein. Und dein ganzes Wesen kannst du nicht verwirklichen, ne? Ich weiß, wie das ist. Namen Gottes. Das ist dann doch wichtig. Jo, da geht's um deine Eigenständigkeit. Du hast deinen eigenen Kopf, den setzt du auch durch, ne? Durch dieses ganze Einengen und wo immer mit Pfeilen auf dich geschossen wurde, weil vielleicht Menschen oder so neidisch auf dich waren, ne? Hast du Ängste bekommen, ne? Jo, die Gefühle schwappen halt eben über, ne? Aber du möchtest machen, wie du willst. Du bist wie die Katze, ne? Ja, du kriegst einen Weg gezeigt, so einem treuen Weggefährten, ne? Der wohl stark genug ist, um dich zu unterstützen, ne? Ja, du ziehst dich zurück vor allem, was negativ ist, was mit Pfeilen auf dich schießt, deine Grenzen überschreitet, ne? Ja, fühlt sich auch einsam, ne? Ja, aber es geht um deine Wunscherfüllung, ne? Ja, und da kriegst du wahrscheinlich den Weg dorthin gezeigt. So, jetzt hol ich mal noch die Charms. Im Namen Gottes. Was sollst du an Neumond noch wissen? So. Gucken wir mal, was da rausgefallen ist. Ja, die Rose. Es geht darum, dass du erblühst, ne? Du bist eine Rose. Du bist ein ganz toller Mensch, vielleicht ein Lichtarbeiter, Indigo und Kristallkind, ne? Hier wirst du von der Blühen abgehalten, ne? Da kriegst du starke Hilfe und Unterstützung aus der Vergangenheit, ne? Vielleicht aber auch über Freunde oder über eine Autoritätsperson, ne? Was haben wir denn hier? Seestern. Ja? Seestern. Ja, vielleicht solltest du mal ans Meer fahren, wenn du krank bist und so. Ne? Ja. Oder ziehst du gar ins Meer. Das kann ja sein. Die geistige Welt wird dir auf jeden Fall sagen, dass du beschützt bist. Hier habe ich den Engel. Ne? Ja. Was habe ich denn hier? Was ist denn das? Eine Krone und ein Zepter. Mhm. Ja, nimm dein Zepter selbst in die Hand, was dein Leben angeht. Ne? Ja. Hier habe ich eine Kerze. Du bekommst ein Licht am Horizont gezeigt. Ne? Die geistige Welt beschützt dich. Ne? Ja. Bratpfanne. Vielleicht sollst du die irgendjemanden vor die Plätze da hauen, aber die Bratpfanne ist leer, natürlich nicht, ne? Das ist keine Aufforderung zur Gewalt, das war jetzt Spaß, ne? Ja, also hier sagt die geistige Welt dafür, dass der Topf gefüllt wird, ne? Ich sag immer, der Herr wird es richten, ne? Es geht darum, dass du wieder in deine Leichtigkeit gehst, ne? So, achte bei allem, was du tust, auf deine sensible Seele, ne? Hier fließt etwas, gedeiht etwas, vielleicht kommt aber auch ein Seelenpartner auf dich zugeschwommen, weil ich hier die Liebenden habe. So, und wenn du negative Leute um dich hast und ein sehr liebenswürdiger Mensch kommt auf dich zu, ne, dann sag ja, ne, ja, genau.
So, jetzt mache ich mal nochmal mein Heilgedicht, mein Heillied. Die Karte, die weigert sich rauszukommen. Singen wir mal wieder das Rapunzellied, weil ich hier den Turm habe. Ne? So, dann, ich versuche euch mal ein bisschen Heilenergie darüber zu bringen. Ne? Ja, dort, wo es euch liegt, am besten die Hand auf euer Herz. Ne? Ja. Blumen leuchten schön, kannst so mächtig sein. Dreh die Zeit zurück, gib mir, was einst war mein. Blumen leuchten schön, lass mich nicht allein. Halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein, was einst war mein. Ne? Und das wird deine Gesundheit sein, seelisch und körperlich. Ja, genau, im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig an Neumond? Oh, Gerechtigkeit. Es werden gerechte Urteile gefällt, gerechte Entscheidungen getroffen. Das ist die Karma-Karte, ne? Wie ich vorhin gesagt habe. Also jetzt kommt die Zeit, wo man erntet, was man sät, ne? Ja? Also wenn du viele gute Samen gesät hast und dich immer gewundert hast, Mann, da geht ja nie was davon auf, ne? Jetzt kommt das, ne? So, und die, wo Böses getan haben, die kriegen auch ihr Karma, ne? Und das wird deutlich unschöner werden, ne? Jetzt muss man Verantwortung für das tragen, was man getan hat, ne? Ja, keine Kompromisse mehr, ne? Hier gehst du vielleicht neue Verträge ein, ne? Und Konflikte werden bereinigt, ne? Ja. Im Namen Gottes, die Gerechtigkeit, ne? Gerechte Entscheidung, vielleicht sogar vor Gericht, das kann ja sein, ne? Im Namen Gottes. Zwei der Münzen. Ja, du jonglierst da so hin und her, ne? Ja, willst dich nicht festlegen. Aber tu das. Pass auf, wenn jemand auf dich zukommt, der wo da so eine offene Beziehung noch mit dir haben will, ne? Das sind Leute, die wollen keine Verantwortung übernehmen, ne? Lass die zurück. Hör du auf deine Instinkte, ne? Weil hier kriegst du es eventuell mit Leuten zu tun, die wo keine Verantwortung übernehmen wollten, ne? Das bist du, ne? König der Kelche oder Königin, ne? Sensibel, hochsensibel, vielleicht sogar empathisch, weich, verträumt, ne? Sehr hilfsbereit, feinfühlig, verständnisvoll. Hier geht's um deine Heilung, ne? Ich habe ja das Heillied gesungen, ne? Vielleicht findest du, auch wenn du selbst so bist, endlich mal einen Partner, der wo auch so ist, ne? Und der wo richtig gut zu dir passt, ne? Solltest du den noch nicht gefunden haben, ne? So, jetzt ziehe ich noch eine Mondkarte. Und dann hören wir auf. Im Namen Gottes. Was ist heute noch wichtig am Neumond? Heilige Mondquelle. Es gibt eine heilige Mondquelle, die aus purer schöpferischer Energie besteht. Ne? Mit dieser Karte hast du eine Quelle der Energie geöffnet. Nun gilt es, diese Energie in deiner eigenen Herzquelle zu spüren. Ne? Handle weise. Ne? Genau. So, das war's dabei von mir. Ne? Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Ich begrüße auch wieder alle neuen Abonnenten und will mich ganz herzlich bedanken, dass ihr immer so schön meine Karten guckt, mir die ganz lieben Kommentare darunter schreibt. Ne? Ich wünsche euch, dass alles, was ihr euch wünscht, auch in Erfüllung geht. Ne? Ja, genau. Ja. Und dass sich das Rad des Schicksals zu euren Gunsten halt eben dreht. Ne? Ja, ich denke auch im Moment viel an die Vergangenheit. Ne? Viele, gerade so die Hochsensiblen, die passen ja in diese kalte, unempathische Zeit überhaupt nicht mehr rein. Ne? Die denken das vielleicht schon auch seit ihrer Kindheit. Ne? Wo bin ich hier nur gelandet? Ne? Ja. Ja, Gott hat wahrscheinlich gesagt, flieg rechts und ich bin links geflogen. Ne? So ungefähr. Das Scherben, die ist nichts Top-Trottel. Ja. Also hier kommt eine alte Liebe eventuell zurück. Ne? Das kann auch aus früheren Leben sein. Ne? Wenn du noch nie den richtigen Partner getroffen hast. Ne? So ging es mir zum Beispiel. Ne? Noch nie. Ne? Dann kommt diese Person jetzt auf dich zu. Mit dem neuen Wissen, was du hast, ne? Wirst du einen neuen Frühling erleben. So, das wär's dann mal von mir. Dann danke ich dir fürs Zuhören.
und wünsche dir einen schönen und ich hoffe ruhigen Sonntag.